Also mein Ziel wird jetzt definitiv sein, Mist, ich muss jetzt wieder zurück in die Kammer, weil ich ja verwundet bin. Okay, ich kann mich nicht verarzten, leider. Wenn ich hochgehe, habe ich den Scharfschützen an der Backe. Was aber der Vorteil ist, das Mistvieh hat jetzt hier die Türe aufgeschlagen. Das heißt, dank dem komme ich jetzt hier rein. Muss mich aber jetzt dringend verarzten, sonst habe ich die Ratten an der Back. Weil wenn man ja blutet, hinterlässt man ja eine Blutspur. Habe sein Gesicht gesehen. Als es sich Tremblay schnappte, sah ich sein Gesicht. Als es sich über ihn hermachte, blickte es mich direkt an. Und ich glaube, dass es mich vielleicht erkannt hat. Was zum Teufel ist dieses Vieh? Das heißt, jetzt könnte ich mittlerweile drei Schränke öffnen von den Kameraden. Der Mist ist, ich muss hier durch. Das heißt, ich kann jetzt entweder mein Benzin verschwenden, eine Granate hinwerfen oder ich lasse mich verwunden und versuche mich dann zu verarzten. Willst du mich aber echt verarschen? Thank you.
war ich ja eigentlich relativ gut ausgerüstet, verdammt, aber. Also jetzt war ich bei der Kapelle im MG-Bunker war ich. Das heißt jetzt Umkleidekabine. Also bei der Waffenkammer komme ich nicht weiter. Das heißt jetzt eigentlich das Mannschaftsquartier wahrscheinlich noch. Hä? Ardin Travers Deft. Glaub's ja nicht, dass der Schlüssel drin, dass ich endlich weiterkomme. Der andere, wo ich noch hab, ist. Also das Benzin mittlerweile ist fast ein Witz, ehrlich gesagt. Also das heißt, ich gehe jetzt rauf ins Gefängnis. Hä? Jetzt raus ins Gefängnis.
Ne, warte mal, wo war denn jetzt das Gefängnis? Hier. Das heißt, mit dem kann ich mir nachher die Zange holen. Ich bin fast überzeugt, wenn ich denn da reingehe, wird er brüllen und tu wie blöde. Ich werde wahrscheinlich geliefert sein. Leere Flasche. Gefangener 73014, 4. Juli 1960. Von Unteroffizier Reinhard Feldweiber VDLP. Es gibt Neuigkeiten zum Gefangenen 73014. Da die restlichen Zellen leer sind, habe ich begonnen, ihn intensiv zu verhören. Hoffentlich haben die Schreie ihnen nicht den Schlaf geraubt. Er beharrt weiterhin darauf, ein gewöhnlicher Soldat zu sein, der seiner Dienstgradabzeichen versehentlich verlustig gegangen ist. Von den Plänen der 2. Armee weiß er angeblich nichts. Ich schenke seinen Aussagen keinen Glauben. Ich habe ihm die Verpflegung für die kommenden 3 Tage gestrichen. Wenn er das nächste Mal etwas zu essen bekommt, wird die Dankbarkeit seine Zunge gewiss ein wenig lockern. Eine letzte Anmerkung. Diese Tätigkeit fiele mir deutlich leichter, wenn wir Unteroffiziere etwas großzügigere Weinzuteilungen erhielt. Der Witz ist jetzt, ohne Strom gehen die Zelltüren natürlich nicht auf, oder? Nein! Oh. Ich wollte gerade den Schalter überdrücken, um abzuschließen.
Ich glaube, ich gehe jetzt, weil ich gerade gescheitert bin, mal ins Mannschaftsquartier. Das Problem ist ja, wir brauchen ja Benzin. Also den Zettel lese ich nicht nochmal vor, den habe ich ja in einer vorderen Folge schon vorgelesen. Dann bin ich ja gestorben, das hat es nicht gezählt. Also da steht ja einfach geschrieben, man muss die Schalter alle runter haben, damit das alles läuft. Der Schlüssel war ja dabei in einem Bett. Und zwar bei dem da. Also hier wäre gut, wenn ich irgendwie einen großen Stein hätte. Ah, hier. Da stand ja das eben, wo der Schlüssel zu finden ist. Das heißt, ich muss jetzt mit dem Stein weiterarbeiten. Das hier hat mir ja auch nichts gebracht, da braucht es ja wahrscheinlich Strom, damit das da funktioniert.
Das habe ich ja in einer vorderen Folge auch schon vorgelesen. Heißt, ich nehme jetzt da unten den Stein mit und probiere mal die Karte da aufzudecken noch. Hoffe nur, ich bin jetzt an der richtigen Stelle. Gut, wenn er jetzt nochmal kommt, dann bin ich hinüber. Nein, jetzt ist der Stein kaputt gegangen. Schade, da kann ich die Karte jetzt nicht erkunden. Dann werfe ich das weg, nehme noch den Kanister. Okay, das habe ich definitiv noch nicht vorgelesen. Ninth of July, night. My conscience compels me now, as it failed to compel me then. I must do something, even if it costs me my own life. I must do something, lest I never sleep again. I must do something, or risk greeting hell itself as a relief. We must do something. I go. Ich frage mich, ob er die Riesensauerei da in der Kapelle zu verantworten hat. »28. Mai 1916. Nach allem, was Neuer widerfahren ist und wie Reinhard und Fournier ihn und Larue behandelt haben, gibt es für uns nur noch eine gangbare Lösung. Ich habe vertrauenswürdige Männer um mich geschart und ihnen meinen Plan dargelegt. Sie sind alle dabei. Das hat mich unglaublich erleichtert.« T. schien es kaum erwarten zu können, der arme Kerl. Nachts hörte ich, wie er Reime murmelt, um sich zu beruhigen. Um seinetwillen, um unser aller Willen, muss dieser Albtraum ein Ende finden. Spät am 14. Juni. Die Albträume haben aufgehört. Wir hören diese Geräusche nicht mehr. Aber jetzt lastet mir weitaus Schlimmeres auf der Seele. Alle meine Mitverschwörer wurden gefasst. Delphi und Reinhard foltern sie selbst jetzt, in diesem Augenblick.
Trotzdem hat mich kein einziger von ihnen ans Messer geliefert. Ich allein bin der Bestrafung entkommen. Diese Männer, meine Brüder, verhalten sich überaus ehrenvoll. Dessen bin ich nicht würdig, sie verfolgt mich. Die Schuld, ich weiß, dass man sie vors Kriegsgericht stellen wird. Vielleicht richtet man sie sogar hin. Und ich bin hier. Mein Trost besteht darin, dass der Krieg mich bestrafen wird. Er bestraft uns alle. Und ich werde wachsam bleiben, damit die in diesen Tunneln lauernde Finsternis nicht wiederkehrt. Jetzt muss ich einfach nur schauen, dass der mich nicht erwischt, oder? Das heißt, ich hätte jetzt eigentlich theoretisch mal ein bisschen Benzin. Hä? Diesmal erwischst du mich nicht, du elender Bast. Das heißt theoretisch, aber ne, warte, wenn ich jetzt mich aufmache ins Gefängnis, könnte ich den Bolzenschneider holen, was mir neue Wege eröffnen wird. Das heißt, ich muss aber diesmal mich ranhalten, ziemlich. Das heißt, ich nehme nichts mit jetzt, oder? Theoretisch müsste jetzt der Bastard weg sein, hoffe ich.